So, ich gebe euch mal eine Information, und zwar Hitzewelle. Bis zu 300 Menschen sterben jeden Tag in Deutschland. So, und da wurde nicht gefragt, warum wird der hier bei der Frankfurter Allgemeinen, dieser Mensch dort abgebildet? Der hat den Spruch, dass Gott die Gerechtigkeit schafft. Ja, also der Gott bringt alles wieder, also der Schöpfer bringt alles wieder in den Ausgleich. Das ist auf diesen Rücken drauf ungefähr sinnbildlich abgebildet. So, warum die zwei Hunde da zuschwimmen, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. So, und er sitzt vorm Wasser. So, jetzt schauen wir uns mal an, was das Werden können bedeutet. schwimmen. Laberababer. Und wir hätten ja nicht so viel Braunkohle verbrauchen müssen. Nein, ihr habt alles zerstört. Und vor allen Dingen setzen sie Wetterwaffensysteme ein, wie zum Beispiel Rostock-Marlow-Habanlage. Ja, ich sage das nicht ohne Grund, warum Europa davon betroffen ist, und ich komme jetzt auf die Habanlage in Rostock-Marlow Grad gleich zurück. Temperaturskala. So, und hier in Mecklenburg-Vorpommern sehen Sie genau hier eingekreist in einen glühenden Radius, ja, also richtig einen Glutofen erzeugt hier. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, schauen Sie sich das an. Also hier bis zu 40 Grad geht's rauf in den Glutofen. Sehen Sie Neue das? Wetterdaten. Bla 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 bla. Aha. Der Glutofen ist wieder da. Seht ihr das? Also es hat sich überhaupt nichts geändert. Der Glutofen ist da. Rostock Marlow. So, das ist die Ha. Fürchterlich. Das ist die Habanlage, die größte Anlage in der Welt in Rostock-Marlow. Ja, ist es unglaublich, und was da los ist, und ich kann da ja mal raufdrücken. Das ist auf YouTube. Es ist Grüße, eine. liebe Hand. Ich komme aus Dänemark. Also hier. Ich habe hier mal gelebt in dieser Stadt und ich habe die Stadt gerne gemocht. So, hier seht Bis ihr zu dem das. Tag, als ich in diesem Rathaus eine Frage gestellt habe, die nachher drei Fragen waren. Das ist also ein Thema. Also ich werde diesen Film rein verlinken, ne? Den verlinke ich einfach nur rein. So, der hier die Habanlage besucht hat, ne? Der Kanalbetreiber ist eigentlich auch bekannt sozusagen, und dieser Film ist völlig in Ordnung, den er gar gedreht hat, ja, muss man so sagen. Was uns alle angeht hier, in Rostock speziell, aber in der ganzen Welt, denn von diesem Tag an habe ich keine Antworten bekommen. Ich wurde sehr, sehr schlecht behandelt eigentlich, aber zwar in kurzer Zeit Also, echt. wer sich an 3 Meter an den Zaun rannähert, wird ohne Vorwarnung soll er dort erschossen werden. Na, also das ist ganz extrem, was da los ist. Ich zeige Ihnen die Anlage kurz, ohne Kommentar. Ja, das ist eine gewaltige Wetterwaffenanlage. So soll es sein, so wird es gesagt, dort in Rostock-Marlow. So, und anscheinend haben sie die scharf geschaltet und ziehen das Ding volles Rohr durch. Drei Fragen. Vorhin musste mich genau entscheiden, wen frage ich denn? Man braucht ihn natürlich nicht fragen, weil diese Leute dürfen das gar nicht beantworten, können es auch gar nicht beantworten. Ja? Also hier ist die Habanlage ganz deutlich in Rostock-Marlow zu erkennen. Das Thema Wetterwaffen ist gewaltig groß, also da können Sie sonst was alles wahrnehmen. Brauchen Sie auch nur googeln und dann in den Kanal damit anfüllen. Also es gibt jede Menge Filme dazu. Bisschen, sie hatten hier öfter schon wieder Waffen im Einsatz gehabt. Also es ist wirklich verrückt. Und das wird auch in den öffentlich-rechtlichen Medien gebracht. Ne? Es wird in den öffentlich-rechtlichen Medien gebracht. So, es ist eine gewaltige Situation, die hier herrscht. Und sie haben das Wetter so weit manipuliert, es ist ihnen entweder verunfallt jetzt ist, dass sie es nicht mehr unter Kontrolle haben, oder sie machen es bewusst, dass sie uns hier, gerade hier in Mecklenburg, also wo Status Info sich befindet, ausdörren und austrocknen. Ne? Das kann natürlich jetzt jeden treffen, weil das ja auch außer Kontrolle geraten kann, diese Wetterwaffen, diese Wettermacherei, diese Wettermanipulation. So. Also es gibt dazu jede Menge Filme. Ich wollte Ihnen das auch einfach nur kurz anreißen, die Sache. Also, ja, was können Sie tun? Es gibt Hinweise,
was man bei Hitze tun kann. Auf jeden Fall große Kopfbedeckungen draußen tragen, Haare anfeuchten, also immer die Haare möglichst nass machen, ja, wenn es zu schlimm wird. Und wie gesagt, sich auch im Schatten aufhalten, ne? Also nicht mehr in diese Sonne gehen. Das ist sehr gefährlich, die ganze Situation. Also hier ist wirklich nicht eine einfache Situation. Und wie gesagt, wir sagen auch nochmal, wir wissen ja nicht, was sie auslösen, diese Typen. Und die haben ja die Kontrolle wohl verloren, weil die sind ja irre geworden. So. Und wenn das aber so ist, dass die das die Kontrolle verlieren, diese Figuren, ja, den empfehle ich auch. Moment.